Hello, Girls, Guys and Gadgets, beziehungsweise Hallo, Mädels, Männer und Maschinen, und willkommen zurück zu meinem Let's Play Deltarune. Im letzten Part konnten wir dafür sorgen, dass Susie sich uns anschließt. Die violette Schlägerin ist jetzt unsere Verbündete. Die Kraft fieser Mädchen scheint in uns. Oh, Entschuldigung, das wollte ich. So, tja, dann wollen wir mal weiter. Ein leerer Türrahmen. Aber für irgendeinen Grund kannst du da durchsehen. Durch einen leeren Turm kann man natürlich sehen. Auf der nächsten Lichtung begegnen sie Lancer. Na, da flasht mir doch einer meine Ruhe. Da kommen ja die Clowns zur Party. Unschöne Nachrichten. Seit ihr mich das letzte Mal saht, stellte ich ein brandneues Kampfteam zusammen. Und die Freundin ist schon darauf, euch in Grund und Boden zu stampfen. Nicht mal das lila Mädel kann uns jetzt stoppen. Huhuhuhu. Seid ihr bereit für... Stopp! Hör sofort auf zu reden, Mann! Ho, ho, ho? Was soll das? Warum sagst du das? Na, das ist mein fieses Lachen. Furchterregend, oder? Du klingst wie eine Babyversion der Jahresendfigur. Oder wie der Erzfeind von Blitzi dem Stachelschwein, oder wie der heißt. Der mit dem riesen Schnurrbart. Aber auf die knallharte, gruselige Art? Klappe. Du denkst wirklich, du wüsstest, was gruselig ist? Nun, ich... Falsch gedacht. Mann... Möchte gern fiese Typen wie du, die es so verzweifelt versuchen, wie du es tust, pissen mich echt an. Sieh es ein. Du weißt nicht, was gruselig ist. Selbst wenn es dich am Kragen packte und dir deine Fresse abrisse. Das ist nicht wahr. Ach, wirklich? Wieso beweisen wir es dann nicht? Fangen wir mit dem Teil an, in dem dir dein Gesicht abgerissen wird. Oh. Oh, okay. Verstehe, verstehe. Danke, lila Mädchen. Wofür? Das war echt nett von dir. Mir beizubringen, wie man gruselig ist. Und noch dazu mit einer neuen, fiesen Lache. Hey, das war so nicht... Und jetzt... Werdet ihr niedergemetzelt? Frohes Jahresendfest! Ich schätze, das war eine Art... sowas ähnliches wie beeindruckend. Okay, ja. Gegner! Was ist? Passt auf unsere lila Freundin hier auf. Sie meint es nicht nett mit euch. Okay, das ging nicht so gut. Okay, versuchen wir mal anzufreunden. World Say... Dann verschonen wir die mal. So viel wir können. Und unsere ganz nette Punkerin. Sorry. Null EXP und 73 dunkle Dollar. Okay, dann gehen wir mal weiter. An dem Baum ist nichts? Okay. Oh, schaut mal, Leute. Es ist ein richtiges Rätsel. Oh, nein. Echt toll. Lesen wir doch einfach mal die Anleitung durch.
Huch, die Anleitung ist ja komplett zerstört. Also da steht... ihr seid Narren. So werdet ihr es nie herausfinden. Also das ist eindeutig gegen die Regel. Und da steht noch... PS, wir schreiben unsere eigenen Regeln. Gezeichnet RK. Nun, das erklärt es. Warum klettern wir nicht über diesen hohen Zaun mit den Speerspitzen obendrauf? Weil wir uns dann aufspießten und stürben? Cool, daran arbeite ich. Und ihr arbeitet weiter am Passen. Teamwork. Zu dein bestes Quiz. Okay. Man kann ja auch ein bisschen austauschen. Tolle Arbeit, Quiz. Ich denke, du bist dran. Hey, Quiz. Gib auf, wann immer du dich dazu bereit fühlst. Es ist alles gut. Entschuldigung, aber ich wollte jetzt nicht auf den Schalter oder auf die Switch treten. Du bist keine Box. Quiz, hör nicht auf ihn. Du kannst eine Schachtel sein. Ich war einmal eine Schachtel für Halloween. Nur eine Box? Naja, es ist nicht wie ein gottverdammtes... Es ist nicht so wie ein Gott, sich als gottverdammtes Monster zu verkleiden. Da hat sie irgendwie recht. Es sollte einfach sein, Quiz. Drücke die Boxen mit dem X-Knopf auf die Switch. Warte, wer zum Kuckuck ist X? Kannst du es wirklich nicht rausfinden, Quiz? Okay. Quiz, ich denke nicht, das ist... Toller Job, Quiz. Ich denke, du bist an was dran. Entschuldigung, aber das wollte ich unbedingt mal rausfinden. Juhu, du hast es geschafft, Quiz. Tolle Arbeit. Ich weiß nicht, was Impale heißt, aber die Szene, die im Hörbuch ist, die ist großartig. Da hat Welsey die Steine benutzt mittels Magie, also Magie verwandt, um die Steine auf die Switches zu legen. Tja, weil Quiz dazu die Idee hatte. Und, danke, Quiz, aber ohne deine Idee hätte ich das nicht geschafft. Ja, küsst euch doch gleich. Und sucht euch ein Hotelzimmer. Naja. Wie dem auch sei, kommt schon, Leute. Ich frag mich was. Man folgt uns. Okay, und... man kann das nochmal machen? Aber das Graffiti ist... in einer gotischen Kalligrafie geschrieben. Also in Fraktur, wenn man so möchte. Sehr schön. Okay, hier geht's nach oben. Von dem Grund des Schlosses aus kann man das nicht lösen. Okay, versuchen wir es mal. Na? Ja, das habe ich aus einem Let's Play herausgesehen. Du öffnetest die Schatztruhe, darinnen war der gebrochene Schlüssel Cäsar. Du hast ihn in deine Schlüssel-Items gesteckt. Ja, das ist für einen späteren Boss notwendig. Einen Secret-Boss. Ich weiß nicht, ob ich ihn bekämpfen werde, aber dazu, wenn es soweit ist. Mist. Okay, dann versuchen wir es mal. Mal wieder warnen.
Okay, das klappte. Irgendwie Glück gehabt. Okay, dann... Entschuldigung, das wollte ich so nicht. Dann... Ich bin froh, dass wir dich zufälligerweise getroffen haben. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen könnte. TP auf Maximum. Hui, toll. Okay, dann gehen wir mal... Wenn du ins Licht trittst, wirst du dahin zurückkehren, wo du zuvor warst. Okay. Okay, erste Etappe ist geschafft. Und die zweite folgt sogleich. Den kann man nicht entkommen, was? Klappte nicht so, wie ich wollte. Okay. Sie sehen hypnotisiert aus von deiner Animation. Ach, Susi schläft. Okay, und noch mal weiter. Geschafft. Okay. Oh, noch mal Lancer. So. Ihr begannt also damit, das große Spielbrett zu überqueren. Die Hälfte des Weges zum Schloss ist geschafft. Wie beeindruckend. Was für eine Sande ist es, dass ihr hier nicht weiterkommen werdet. Und zwar, weil meine Leute euch zu Blut zerquetschen werden. Ganz viel Blut. Plätscherndes Blut. Blubberndes und tropfendes Blut. Sehr, sehr ekelhaft und fies. Oh, Entschuldigung, hätte ich nicht machen müssen. Hey, lila Mädchen. War das so gruseliger? Wieso fragst du mich? Weil du großartig darin bist, furchterregend zu sein. Ich schaue zu dir auf. Ich will genauso sein wie du. Du möchtest so sein wie ich? Yeah! Nun, das ist ziemlich dumm. Aber
die neue Lache ist nicht ganz so peinlich. Und zu sagen, dass du uns zu Blut zerquetschst, ist recht cool. Aber wofür ist der Eimer da? Da kommt das Blut rein. Oh. Ja, ich darf nicht zu viel Unordnung machen, sonst krieg ich Ärger. Jedenfalls, danke für deine Meinung. Ich fühle mich echt fies. Wirklich. Kein Problem, denke ich. Also, wo sind deine Leute, die uns attackieren sollen? Oh, richtig. Ich war so aufgeregt, dass ich vergaß, jemanden zu rekrutieren. Aber das nächste Mal wird es das Ende sein für... Hey, ich nannte euch immer Clowns. Aber hat euer Team einen offiziellen Namen oder sowas? Oh, das ist eine tolle Idee, Chris. Wir sollten uns echt einen Namen überlegen. Oh, dann wir können Mist reinlassen. Also ist es entschieden. Jeder wirft einen Namen in den Eimer. Alle Anwesenden schreiben ihren Namensvorschlag auf einen Zettel und werfen ihn in den Eimer. Nach einer Weile zieht Chris einen der Vorschläge heraus und liest die Namen vor. Aufgrund diverser Let's Plays weiß ich schon, wie es weitergeht. Ich weiß, Spoiler-Alarm, aber mal ehrlich, das Video ist 3 Jahre alt. Videospiel ist 3 Jahre alt, da gibt's kaum noch was zu spoilern. Auch wenn es nur das erste von 5 von mehreren Kapiteln ist. Ich weiß nicht, ob es 5 werden. Ich weiß auch nicht, wie mir das rausrutschte. Ist nur eine Vermutung. Also, das Lancer-förmige Papier wäre der Lancer-Fanclub. Wobei man sich die Frage stellt, ob Lancer dabei denn wirklich ein Stimmrecht hat. Immerhin ist er der Gegner der 3. Das zusammengeknüllte Papier, das wäre Susis Vorschlag mit dem Squat. Also ein schmutziges oder Schimpfwort. Let's Play Markus hat diesen benutzt. Und das fein säuberliche Papier ist das, was, soweit ich weiß, obwohl Neat heißt das fein säuberlich gefaltet? Oder einfach nur gefaltet? Wie auch immer. Nehmen wir doch mal dieses. Du nahmst das fein säuberlich gefaltete Papier in die Hände. Du öffnest es. Die legendären Helden, Verkünder von Spaß und Freundschaft. Oh, das ist meiner. Ich finde, es ist der perfekte Name. Weil wir alle Freunde sind, die es mögen, Spaß zu haben. Genau wie die Sonic Heroes aus irgendeinem anderen Videospiel. Okay, also erstens... Verdammt, das ist ein wirklich langer Name, Mann. Und zweitens, was sollen die Gegner von uns denken? Dass wir uns mit ihm anfreunden wollen? Also um ehrlich zu sein, ja. Lass es uns abkürzen und brutaler machen. Irgendwas Knackiges. Etwas, das die Gegner erschauern lässt. Und was schwebt dir vor? Nun ja, wie wär's denn mit... Die Spaßgang. Ihr wisst schon, konzentriert auf den Spaßpart und so. Das ist tatsächlich in Ordnung. Es ist perfekt. Also, man sieht sich, Spaßgang. Ich muss meine Nachmittagsmilch durch Osmose diffundieren. Don't be so excited, boys. Those were the easy ones. Entschuldigt, Leute, ich kann einfach nicht anders. Okay. Die Kraft der Fun-Gang scheint in dir. Okay, dann gehen wir mal. Schauen wir mal. Weiter. Und schon ist immer wieder raus. Mal sehen. Nein, man kann ihnen nicht entkommen. Naja, hätte ja sein können. Irgendwie. Also, erstmal warnen. Ist ja wichtig, zuerst zu warnen, nicht? Wow, so viele Treffer. Ein Treffer, ein Treffer. Thank you.
Oh, Susi ist wieder erwacht. Großartig. Der ist eingeschlafen und kann trotzdem ausweichen. Echt erstaunlich. Okay, dann schauen wir mal weiter. 0 EXP und 75 dunkle Dollar. Ah, hier sind ein paar Gestalten. Wow, wart mal. Pferdchen? Kann man das mit... Kann man Pferdchen sagen bei Horsi? Egal. Ponman... Ah ja, die Schachfiguren sind... Ah, wir Schachmänner sind vielleicht furchterregend. Aber wir tun nichts Fieses. Wir befolgen auch nur Befehle. Er ist... Damals, vor langer Zeit, hatten wir unseren eigenen Boss. Das waren friedliche Zeiten. Jetzt haben wir niemanden mehr. Nur noch den König der Dunkelheit. Buhuhu, ich heul gleich. Fürchtet euch nicht. Im Gegensatz zu simplen Schachfiguren... Und ich, Mr. Gesellschaft, bin viel zu intelligent, als ob ich mich je einem Tyrannen unterwürfe. Es sei denn, er fragt uns ganz direkt. Er ist deutlich furchterregender, als wir sein könnten, wisst ihr? Na, ist ja auch egal. Oh. Okay, das große Spielbrett. Schon wieder Lancer. Na, da tritt mir doch einer auf die Stiefel. Wenn das nicht die liebenswerte Spaßgang ist. Ihr Jungs und Mädels und was auch immer der Mensch darstellen soll, solltet lieber auf dem Tritt verkehrt machen und fliehen, dass ihr könnt. Lancer, was ist es dieses Mal? Ich warne euch nur vor, dass etwas sehr Gefährliches vor euch liegt. Es ist in der Tat ziemlich ungünstig. Ich kann nicht mal nach Hause, weil ich selbst Angst davor habe. Was ist es denn? Wenn ihr euch traut, kommt weiter und ich werde es euch zeigen. Auf einmal nähert sich mit dämonischer Geschwindigkeit ein glühend roter Damespielstein. Was soll das sein? Da ist das Untier. Wo? Hinter dem Spielstein? Es ist der Spielstein. Oh hey, du Kleiner. Du dummer Schwachkopf. Davor fürchtest du dich? Ruff. Lila Mädchen, du bist kein bisschen ängstlich? Wieso sollte ich? Es ist ein Spielstein. Was soll ich denn bloß tun? Naja, normalerweise... Auf einmal setzt der Spielstein eine goldene Krone auf und beginnt mit Mario-Geräuschen zu wachsen. Seine Beine wachsen wie Metatons geformt. Normalerweise smette es die Leute zu Tode, glaube ich. Okay, das könnte schwieriger werden, aber ich tue mein Bestes. Erstmal warnen. Hey, du Spielstein, pass auf unsere Freundin hier auf. Die, wird dich töten, wenn sie kann. Aber der Spielstein versteht kein Wort. Er scheint jedoch durch Susis Angriffe wütend zu werden. Okay. Ja, die Krone verlockert sich. Wir sollten es weiter... Susi, verbeug dich mal mit uns. Wenn diese Krone runterkommt, werde ich es sein, die diesen Kerl zu Tode smasht. ...20% lose. Okay, dann verbeugen wir uns mal weiter. Oh, ein Heilgegenstand. Okay. Susi, hör auf, ihn zu attackieren. Du machst es nur noch schlimmer. Psst! Wovor fürchtest du dich? Niemals. 40%. Okay, machen wir mal weiter.
Okay, verbeugen wir uns mal weiter. Auf einmal verliert der Spielstein seine Krone und er schrumpft wieder. Dann rollt er ohne Barrel aus dem Bilde. Mal wieder gewonnen. Wir haben es geschafft. Wow, ihr Clowns seid ja wirklich Helden. Ihr rettet die nächsten 20 Minuten meines Lebens. Ja, ja, ich bin schon ziemlich cool, oder? Susi, ich möchte ja nicht auf die Füße treten, aber was willst du dann? Du hast uns kein bisschen geholfen. Im Gegenteil sogar. Weil du ihn attackiertest, wurde alles nur schlimmer. Wenn du nett gewesen wärst, hätten wir den ganzen Kampf verhindern können. Wie bitte? Ist das euer Ernst? Das Ding war blutdurstig. Der einzige Grund, wieso wir noch am Leben sind, bin ich. Und meine Axt. Und vorher hast du auch schon alle Leute terrorisiert. Das waren ja auch unsere Gegner. Die sind dazu da, um terrorisiert zu werden. Da hat sie recht. Und du aßest sogar eines unschuldigen Kuchen. Kuchen sind nun mal auch meine Gegner. Susi, ob du es nun gerne hörst oder nicht, du bist eine Heroin. Eine, die Kraft hat, für eine friedliche Zukunft zu sorgen. Könntest du also bitte auch damit anfangen, dich wie eine zu verhalten? Nun, wenn ihr mir das so vorhaltet, war ich eine ziemlich unvorbildliche Heroin, nicht wahr? Na gut, Worldsay, Quiz, ich verstand es. Ich werde mich ändern. Von jetzt an werde ich keine so unvorbildliche Heroin mehr sein. Oh, wie schön. Vielleicht können wir dann endlich... Ich werde einfach eine Schurkin. Wirklich? Du kommst in mein Team? Yep. Klingt sowieso viel einfacher, ehrlich gesagt. Susi, du kannst nicht einfach... Klappe, ihr Zahnpasta-Typ! Susi ist nur auf meiner Seite! Und übrigens, Toothpaste deswegen, weil du eine grüne Kleidung trägst, wie Zahnpasta. Deswegen Zahnpasta-Typ. Yeah, Zahnpasta-grüner Typ. Wir werden uns bestickte Motorradjacken holen. Yeah. Und Pyjama-Partys feiern, wo wir uns unsere intimsten Geheimnisse erzählen. Yeah. Wie dem auch sei. Wir sehen uns da nirgendwo, ihr Trottel. Falls es bis dahin überhaupt schafft. Don't be so excited, boys. Those were the easy ones. Oh, Quiz. Vielleicht war ich doch etwas zu harsch zu ihr. Nee, wenn waren wir das beide. Aber ich mache mir Sorgen, wenn Susi immer so viel Ärger macht. Dann lass uns einfach freundlich zu ihr sein. Okay, Quiz? Ich bin sicher, Susi wird schon noch wieder auf den rechten Pfad zurückfinden. Warum nicht auf den linken Pfad? Oh, der Scharlachwald liegt vor uns. Und Moment. Wirst du die Tür öffnen? Gehen wir mal zum Feld der Hoffnung und Träume. Okay, die erste Tür ist geöffnet. So. Wächst dick über deinem Kopf. Die Kraft des Waldes scheint in dir. So. Was wird Susi auf Lancers Seite machen? Wird sie auf dem rechten Pfad zufrieden? Oder besser gesagt, auf dem linken Pfad? Das erfahren wir dann frühestens im nächsten Part. Also, bis denne!